Schmottcast. Podcast nicht, sondern Schmottcast. Moin moin und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Team Schmottke Video. Das ist ein Schmottcast Spezial. Schmottcast Spezial, also Schmottcast Ausgabe 2, aber eine Spezialvariante aus aktuellem Anlass. Es geht nämlich im Großen und Ganzen um die ganze Corona-Thematik, die Einschränkungen, die man davon hat, die Pläne, die wir für dieses Jahr hatten, die natürlich jetzt dank Corona nicht stattfinden. Und darüber wollen wir uns heute mal ein bisschen auskotzen, ja, und euch mal ein bisschen so auf dem Laufenden halten und mal unsere Meinung zu der ganzen Sache sagen. Ja, also willst du anfangen? Fang ich an. Was hatten wir geplant? Drei Big Events in 2020. Sollte so unser Jahr werden, wo wir ein bisschen was raushasseln, auch an Videos. Also die drei Events, da hätten wir halt viele Videos von gemacht. Also ich schätze mal, da wären so 12, 13 Videos entstanden, wenn nicht sogar mehr. Genau. Und halt auch geile Videos. Ja. Aber so wie es aussieht, ist komplett schon gecancelt. Das andere wird eventuell aufs Jahresende verschoben und das dritte wird wahrscheinlich noch stattfinden, aber halt trotzdem. Mal gucken. 2020 wäre halt das Jahr gewesen, wo wir richtig angreifen. Ja. Aber. Dem ist leider nicht mehr so. Leider nicht. Also, jetzt haben wir es Ende April. Wir hätten eigentlich schon einen Hexenstieg jetzt hinter uns gehabt. Genau. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hätten wir vor 2 Wochen unseren lang geplanten Hexenstieg mit seinem Bruder noch zusammen gemacht. Ja, ist leider nicht. Durch die ganze Covid-19-Situation ist das leider nicht mehr möglich, Sachsen-Anhalt zu betreten. Hier in Niedersachsen, wo wir uns jetzt gerade befinden, im Westharz, dürfen wir uns noch aufhalten. Dürfen wir so halbwegs die 1,50 Meter, 2 Meter Regel befolgen. Aber sobald wir Sachsen-Anhalt betreten, hätten wir wahrscheinlich Strafe zahlen müssen. Also sprich ergo, Hexenstieg nicht so in der Art durchführbar. Und dass wir das so wie manche andere YouTuber irgendwie in ein paar Tage aufteilen. Genau, also der Plan ist, dass wir beim Hexenstieg halt ein Videotagebuch machen. Ne? So Tag der Anreise und der erste Tag. Und dann wirklich jeden Tag den Tag über filmen, Videotagebuchmäßig. Und das dann alles nacheinander halt hochladen. Das war halt der Plan. Ne? Aber da wir halt, weiß nicht, nicht mal ein Drittel vom Hexenstieg machen können. Nee, knapp ein Drittel vielleicht. Ne? Weil wir halt, wie gesagt, nicht nur durch Sachsen-Anhalt irgendwie durchkommen. Ja, also ist das halt ja. Wie gesagt, Plan steht jetzt für September. Hoffentlich, je nachdem, bis 31.08. soll es ja irgendwie komplett große Veranstaltungen gecancelt sein. Da kommen wir jetzt auch gleich nochmal zu unserem zweiten Event. Genau. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass wir, weil wir ja unsere Urlaubsplanung auch so gestaltet haben, dass wir ja natürlich gemeinsam Urlaub haben, dass wir das wenigstens dann auch im September irgendwie durchboxen können. Genau. Ja? Also das zweite dicke Event wäre halt im September gewesen. Da hätte eine Schwedenreise angestanden. Team Schmottke hat dann Schweden unsicher gemacht und da Kanu fahren, Bushcraften, halt geil kochen so. Da hätten wir auch jeden Tag halt ein Video gemacht und auch Ausrüstungsvideos und den ganzen Scheiß, was dazugehört. Das ist aber jetzt komplett halt gecancelt, weil wir dann versuchen, den Hexenstieg im September halt da reinzuschieben. Da haben wir halt auch gemeinsam Urlaub. Wie gesagt, das Positive ist nur, dass wir wirklich da noch nichts für geplant in dem Sinn haben oder angezahlt haben für die Reise oder so. Wir wollten das auch im März machen, wollten wir mal vielleicht zu spontan ins Reisebüro gehen, gucken, wie so eine Überfahrt kostet mit der Fähre. Wir wären mit dem eigenen Auto angereist, hätten wir nur die Fährkosten bezahlt und dass wir dann eventuell mit dem Auto sowieso und dass wir vielleicht noch ein Kanu mieten. Mehr wollten wir ja gar nicht. Wir hätten ja sonst alles hier aus Deutschland mitgebracht, Fressenstonne etc. pp. Und, ja, aber wie gesagt, an dem Punkt können wir uns auch glücklich schätzen, weil zum Beispiel manche Kollegen von uns, beziehungsweise speziell ein Kollege, die manche auch kennen, nämlich der Sascha von New Wild Order, der wollte eine Amerika-Reise machen, die natürlich auch ins Wasser gefallen ist. Grüße an der Stelle mal. Jo. Boah. Ja, Road Trips and Adventure ist jetzt ein Kanal. Nee, die haben es wieder umbenannt in New Wild Order, bin ich mir ziemlich sicher, ja. Alles klar, okay. Ja, also wie gesagt, er war schon in Amsterdam. Und hat dann aber alles gecancelt, hat gesagt, dass ihm zu unsicher, nicht, dass er da 14 Tage in Quarantäne steckt und nicht einen Trip, irgendwie einen Roadtrip macht in die Städte, die er haben wollte. Und dann wäre sein ganzer Urlaub dafür drauf, in der Quarantäne zu hängen. Also hat er spontan auch entschlossen, das Ding nicht durchzuführen und er verschiebt es dann auch aufs nächste Jahr. Ja, also das wäre ganz krass. Und das hast du, freust dich auf sowas und dann passiert sowas, ne? So eine krasse Veränderung.
Ja, kann man Ich sag diskutieren. mal, also wir sind halt noch, ich sag mal so, wir sind nicht so arm dran wie Leute, die wirklich einen teuer bezahlten Urlaub Ja. jetzt ins Wasser schmeißen müssen. Wie gesagt, Hexenstieg hätte uns nichts gekostet, Benzin ein bisschen. Das ist halt an für sich, das Ding ist schon halt ärgerlich, ne? Dass du halt die ganzen Sachen, die du dir vorgenommen hast, wo du richtig durchstarten wolltest, wo du Bock drauf hast, wo du gehypt drauf warst, Ja, also wir waren richtig drauf. Waren richtig heiß drauf, ja. dass du das alles nicht irgendwie durchziehen kannst dieses Jahr. Genau. Das Ja, naja. dritte Event, das ist halt nur ein kleines gewesen, nämlich der Megamarsch Hannover, der erste Megamarsch. Genau, in Hannover, Ein ne? 50 Kilometer in 12 Stunden Marsch ist das genau. Ja. Dafür haben wir uns angemeldet. Dafür haben wir natürlich schon Geld bezahlt. Anmeldegebühren 90 Euro. Und T-Shirt. Und also da ist ein T-Shirt mit drin, da ist die ganze Verpflegung mit drin. Ja. Ja, und halt die Anmeldegebühr, also ein Komplettpaket. Wie gesagt. Das wäre, wann wäre das stattgefunden? 26. Mai? 23. Ein 23. Tag vor Mai? meinem Geburtstag. Genau. Du wirst aber nicht Geburtstag haben. Das ist jetzt halt auch ins Wasser gefallen, weil alle Großveranstaltungen bis zum 31. 30.8. August Genau. abgesagt sind. Gecancelt sind. Ne, also sprich alle Konzerte, Festivals, dann der Megamarsch, alles Mögliche ist halt Standpunkt jetzt abgesagt. Frühlingsfeste und Schützenfeste, alles komplett auf Null gefahren. Ne? Ja. Ja. Man merkt, ne? Es ist alles langsamer geworden. Alles hat sich ein bisschen ja, zurückgedreht. Ne? Ja. Das ist leider so. Aber jetzt müssen wir erstmal schlucken und. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Ne? Und jetzt machen wir halt, um die Zeit zu überbrücken, Tagestrips, wollen noch ein paar Overnighter machen, ja, ein paar Stempel wieder sammeln, jagen, oder jagen, erlegen, nein, wie gesagt, dass unser Gemüt ein bisschen dadurch beruhigt wird, dass wir sowas echt durchziehen und heute ist auch ein Bombentag, Bombenwetter, Genau. da Wir sind muss man heute auch auch. schon, weiß nicht, wie viele sind wir? 18 Kilometer jetzt schon? Ja, 25 werden Genau, noch. das haben wir nicht gefilmt, da hatten wir irgendwie keinen Bock drauf, irgendwie so ein normales Wandervideo zu machen. Da haben wir uns trotzdem gedacht, komm, setzen wir uns hin und nehmen wenigstens einen Schmodcast auf. Genau. Ja. So ist es. Ist es, das Leben. Ja. Müssen wir durch. Wir hoffen, dass es im September angeht mit Hexenstieg. Mein Bruder Ja, ist auch ich bin Ziel, mir ne? da echt unsicher, Alter. Ich bin mir da wirklich Ja, unsicher, ich. weil überleg mal die ganze Zeit, wo das angefangen hatte. Und da wurden irgendwelche Fristen von 2 Wochen irgendwie, und das wurde ständig verlängert, so weißt du, es wird Ja, ständig man immer will ja wieder verlängert. diese Kurve da immer flach halten, ne? Dass die Krankenhäuser nicht So, du kannst dich überlasten. halt aber da nicht drauf verlassen, so, ne, dass das wirklich im September wieder angeht. Nee, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, lass uns mal gucken. Hoffnung stirbt zuletzt. Ansonsten. Oktober, Mann. Nee, komm. Urlaub habe ich im August. Ja, 2 Wochen im August. Ja. Ach, im November nochmal ein. Naja. Gut. Ja, genau, dann können wir nochmal drüber reden, wie wir halt so als nicht Outdoor-Team Schmottke, sondern wirklich als normale Typen so das Ganze wahrgenommen haben. Also wir, zum Verständnis, wir arbeiten im Einzelhandel, im Lebensmitteleinzelhandel Also wir und sind, da sind wir halt quasi genau vorne an der Frontlinie dabei. So, ne? Wir haben very important persons. die Woche mit den krassen Hamsterkäufen haben wir miterlebt, wo wir uns wirklich richtig blutig geackert haben, so. Also wirklich immer Vollgas gegeben haben, dann die Zeit, wo es stagniert hat. Aktuell hat es auch wieder richtig stagniert, also es ist wirklich gefühlt nichts los. Ja. Ich sagte, wo kein Toilettenpapier da war, kein Mehl, keine Hefe, keine Haferflocken. Wir aber auch 4 Paletten. Wir bestellen nie Paletten. Unser Laden ist gar nicht von der Größe her ausgelegt, so viel. Und diese waren innerhalb von 4 Tagen waren die weg. Die waren innerhalb von 4 Tagen weg. Ja, 4 Paletten. Also krank, einfach nur Einen krank. Samstag, da kann ich mich noch daran erinnern, habe ich mit einem Kollegen, also wir räumen das Toilettenpapier halt immer ins Regal ein und da habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf, einfach Palette genommen, Folie abgeruppt und einfach mitten in Gang gestellt und das war in 2 Stunden, war die komplette Palette futsch, so, ne? Also Ja, nur das mal dazu ist echt zur krank. Info. Ja, also es ist halt so surreal. Ne? Ich fühle mich gesund, wenn ich das kriegen sollte. Ich rauche nicht, ich weiß nicht. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob ich dran verrecken würde oder nicht. Oder vielleicht habe ich, dann habe ich durchseucht, dann kann ich es nicht mehr kriegen. In der Hoffnung, dass es auch so stimmt, wie es da die Medien immer preisgeben. Aber wäre das der bessere Weg gewesen? Oder ist das wirklich. Man weiß es nicht, ne? Was soll man machen? Hört man auf die Regierung, klar? Oder? Ich finde aktuell, was ich sehr eigentlich so gut finde, dass sich viele Leute wirklich dran halten, so, ne?
Gerade was dieses Thema Abstand angeht, so. Also überall werden gute, also Schlangen gebildet, die Leute halten sich dran. Es gibt wirklich so gut wie gar keinen, der halt drauf scheißt, so, was ich echt gut finde, dass man da als Bevölkerung quasi an einem Strang irgendwie zieht. Ja. Weil auf Dauer wird es halt irgendwie echt nervig, ne? Man hat nur noch das im Kopf in den Nachrichten, ist nur noch Ja, die nur noch das Scheiße. Thema, ne? Das ist In echt. jedem also Social Media Kram, so nur noch geht's darum, um den Müll, Alter. Also der ganze Kopf ist halt voll mit dem Kram, so, ne? Das ist halt echt anstrengend. Auf Dauer. Deswegen, also, wir haben auf der Arbeit haben ein Spiel eingerichtet, nämlich dass jeder, der das Wort Corona oder das Wort Virus sagt, muss 1 € in eine Schale werfen. Ich glaube, mittlerweile ist ein Fuffi drin oder so. Also da ist schon einiges zusammengekommen. Weil wir es halt nicht mehr hören wollten, deswegen halt aus dem Wortschatz von unseren Kollegen halt auch irgendwie verbannen wollen. Und dann zieht auch jeder mit bei uns, finde ich sehr gut. Mich hat es leider auch schon erwischt. So ist es. Grüße gehen nochmal raus an Sascha, Sascha von New Wild Order, der da schon einiges reingebuttert hat in die Kasse, Ein Alter. Tag hat er ausgesetzt, hat er gesagt, nee, man fängt erst am nächsten Tag an. Ja, nee, es ist wie es ist. Ja. Gut, also heute so ein Schmottkast-Spezial. Also eure Fragen, die wir da unten in den Kommentaren gelesen haben, hier mit Notdurft im Wald, wie Genau. oder was wir als Tagestrip nehmen, das ja, kommt das nächste Mal. Genau, das behandeln wir dann im nächsten Schmottcast. Aus aktuellem Anlass haben wir halt das jetzt reingenommen. Ja. Also, dann Hast du noch bis zum irgendwas nächsten Mal. anzufügen? Ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder allgemeine Themenvorschläge für Schmottcast, schreibt sie in die Kommentare. Und da würde ich sagen, wenn euch das Labervideo gefallen hat, Däumchen, abonnieren gerne auch, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao. ciao.